Ja. Und jetzt? Jetzt kann man uns sehen. Jetzt haben wir Und schon viel gesprochen. Unsere Stimmen haben Sie schon gehört. Jetzt sehen Sie Hallo, auch die Gesichter dazu. Matthias Sagen wir und noch mal Jan, hallo Hallo. zusammen. Also nochmal Loco-Plattform mit wenig Code oder gar keinem Code kann ich Applikationen digitalisieren. Wir haben ein Komplettpaket, das heißt, man braucht nichts weiter als die Software Intrex, um so eine Applikation zu erstellen. Das sehen wir gleich live. Und ganz wichtig, und das ist ein ganz wichtiger Vorteil von so einem System wie Intrex, ist, wir sind in der Lage, jegmögliche Fremdsoftware anzubieten. Das heißt, Sie haben ja im Unternehmen, in Organisationen schon Software am Laufen, wo Daten gesammelt werden. Und wir sind in der Lage, diese Daten mit zu integrieren. Auch das werden wir gleich noch kurz sehen, aber da wir jetzt natürlich durch Standbilder ein bisschen Zeit verloren haben, müssen wir uns ein bisschen beeilen. Print, Richtig. Bind und Speed. Gut. Auch das passiert immer mal schnell. Was werden wir zeigen, Jan? Wie schnell wir sind, Wie wie schnell wir wenig sind. Code wir brauchen. Wir werden ein paar Intrex-Funktionen, einige Basics sehen, denn wir können sicherlich nicht alles zeigen. Und wir werden die fertige Applikation zeigen. Und ja, Matthias, vielleicht fangen wir damit direkt an. Okay. Genau, ich werde jetzt hier gleich unseren Portalmanager starten. Dann gehen wir jetzt praktisch direkt in die Live-Demo. Vielleicht zeigen wir vorher die Applikation. Wir haben die ja schon vorbereitet, Ja, das ist im eine gute Browser. Idee. Genau, wir gucken uns mal eben kurz hier nebenher, starte ich den schon mal. Das ist unser Demo-Portal. Das ist im Grunde genommen ein Portal, was wir anbieten mit schon fertigen Applikationen, wo sowas drin ist wie Raumbuchung, Urlaubsantrag jetzt nicht, aber Kantinenplan oder eine kleine Projekteverwaltung und sowas. Und das ist alles mit Intrex erstellt. Das heißt also, wenn man Intrex installiert, bekommt man direkt dieses Intranet. Genau dieses gesamte Paket Ja. bekommst du mit. Du kannst jede Applikation anpassen, halt auch wiederum mit Intrex, wenn dir etwas Und ich brauche nichts fehlt. zu machen. Ich brauche keine Typo 3 WordPress oder Nein, so. nein, Ich gar brauche nichts, nichts. gar nichts. Und wir haben uns jetzt mal gefragt, was ist denn zum Beispiel so ein typischer Business-Prozess, den wir jetzt mal abbilden wollen? Wir sind jetzt hier auf einer Konferenz und Jan und ich, wir haben diesen Vortrag schon vor ein paar Wochen auch schon mal gehalten auf unserer eigenen Konferenz, der Low-Code-Convention. Und wir haben uns überlegt, wir machen mal so eine kleine Applikation. Ein kleines Konferenzportal, wo wir unsere Applikation, unsere Konferenzen verwalten können. Und man sieht hier gleich die Startseite, man sieht unsere Konferenzen, man kann sich die Konferenz über einen Klick auch genauer anschauen, dann sieht man, welche Slots sind da drin. Man kann auch sich nochmal anschauen, okay, worüber geht jetzt dieser Slot? Und was man machen kann, ist, man kann sagen, ja, ich möchte ganz gerne dran teilnehmen oder nein, ich möchte mich wieder davon abmelden. Sowas, Gut. ja, noch eine Sache vielleicht Ja. noch. Wir haben natürlich noch eine Settings, eine Eingabeseite sozusagen gemacht, wo wir dann halt auch die Möglichkeit haben, neue Konferenzen hinzuzufügen oder bestehende zu bearbeiten. Ganz wichtig, Ja. genau, ganz wichtige Nebenbemerkung, das ist nur ein Beispiel für eine App. Also Intrex ist nicht nur für Konferenzen, sondern man kann jeglichen Prozess damit digitalisieren. Und alles fängt an in dem Manager. Das ist das Tool, was mit installiert wird, sobald man eine Intrex-Installation startet. Und das ist das Konfigurations- und Steuerungstool für dieses Portal. Das heißt, an der Stelle klicke ich oben auf Applikationen und fange dann da an, Applikationen zu bauen. Wir haben An dieser Stelle ist es schon mal ganz gut, weil wir haben wirklich sehr viele Vorlagen, die Sie einfach so benutzen können, wenn Sie so ein kleines Q&A in Ihrem Intranet möchten oder ein Shop-System oder ein schwarzes Brett oder. Wir bieten einfach schon eine Menge Applikationen an und die werden auch mittlerweile on the fly über ein Repository für Sie bereitgestellt und aktualisiert. Das machen wir aber nicht, weil wir wollen ja nicht cheaten, sondern wir gehen mit einer leeren Ja, Applikation. genau. Bitte wundern Sie sich nicht, wir werden jetzt in der Kürze der Zeit nicht auf alles eingehen. Deswegen einfach mal so, nehmen Sie es einfach mal mit auf. Ich erzähle mal kurz hier, das ist die leere Applikation. Die werde ich jetzt mal als erstes umbenennen in, ja, in Konferenzen, wollen. Konferenzen, wir nennen das Konferenzen. Okay, Das heißt unsere und sie Applikation hat oder auch im so. Moment einfach noch nicht, sie hat eine einzige Seite, eine Übersichtsseite. Ich könnte sie jetzt so veröffentlichen, aber das bringt ja noch nichts. Wir nennen die jetzt alle Konferenzen und Ja, das wird unsere Übersichtsseite. das Erste, was kommt, wenn man eine Applikation baut, digitale Prozesse digitalisiert, sind die Daten. Das heißt, wir müssen jetzt anfangen, Datengruppen zu erstellen. Denn wir wollen hier Daten speichern und das geht in Intrex sehr einfach. Man fügt einen neuen Knoten hinzu, eine neue Datengruppe und gibt dort Felder ein. Das heißt, in diesen Feldern stehen dann die Daten und die Informationen, die diese Konferenzen haben. Wir reden da sicherlich über einen Titel, wir reden da über ein Datum
vielleicht eine kleine Beschreibung. Ein Bild sehe ich, ja, man, keiner ein. Bilder, genau. Bilder sprechen ja Bilder. Mehr als 1000 Bilder. Worte. Okay, jetzt haben wir eigentlich basismäßig unsere Konferenzen. Genau. Was ich jetzt mal mache, ist, ich benutze unseren Seitenassistenten, der kann, mit dem kann ich halt sehr schnell und sehr einfach neue Seiten erstellen. Das sieht man jetzt auch sofort. Neue Konferenz nenne ich das mal jetzt einfach diese Seite. Wähle ein Layout aus und dann sage ich nur noch, welche Datenfelder möchtest du denn eigentlich auf dieser Seite verändern? Dann kann man die noch ein bisschen umändern, das eine nach oben, das andere nach unten. Auch zum Beispiel sagen, bei Datum brauche ich nur das Datum. Sag okay und Intrix erstellt mir jetzt eine komplette Eingabeseite. Mhm. Fertig. Die sieht noch ziemlich abstrakt aus in diesem What You See is What You Get Editor, den wir da haben. Wir werden aber gleich sehen, dass das Ganze dann im Web schon einigermaßen aussieht, noch nicht perfekt. Design ist ein ganz wichtiger Punkt natürlich bei jeglichem Intranetz, Extranetz, was auch immer. Das Design macht man üblicherweise am Ende. Ja? Da kommen wir aber gleich auch noch zu. Genau. Jetzt machen wir noch eine Einstellungsseite, denn die werde ich jetzt mal kurz ins Applikationsmenü, dass man die dann auch erreichen kann, reinziehen. Mhm. Auf diese Einstellungsseite werde ich jetzt einfach mal eine ganz einfache Tabelle ziehen. Und diese Tabelle soll mir einfach alle Konferenzen mit Titel und Datum anzeigen. So, Titel nach oben. Und ganz vorne mache ich noch eine kleine Schaltfläche rein, mhm, wo ich dann auf meine Konferenzseite springen, mhm, kann, um halt die dann später zu bearbeiten. So sage ich mal hier, da kann man auch sagen, möchte ich einen Tooltip oder irgendwo anders öffnen. Sie sehen, die Möglichkeiten gerade zur Steuerung von Applikationen und wie sollen die dargestellt werden, sind sehr, sehr stark. Und wir haben ganz schön. Ja, wir können nicht auf alles eingehen, aber was wir jetzt tun ist, wir speichern die Applikation und während des Speichervorgangs wird diese Applikation jetzt direkt auf dem Server deployed, sagen wir Informatiker, veröffentlicht. Ja. Deployed, so gesehen. Genau. Und das ist, man kann es auch tatsächlich, selbst wenn diese Applikation jetzt schon benutzt werden würde von Ihren Kollegen, ist das kein Problem. Sie können nebenher dran arbeiten und sie halt auch speichern und all das handelt Intrix im Hintergrund. Mhm. So, jetzt springen wir mal direkt rein. Hier haben wir jetzt noch das Demo-Portal. Ich werde jetzt mal kurz hier auf das Logo klicken, um die Seite neu zu laden, weil wir jetzt einen neuen Menüpunkt haben, der jetzt unter Start natürlich ist. Ich gehe rauf, hier ist jetzt unsere eben erstellte Applikation. Da ist jetzt noch nicht viel. Alle Konferenzen, das ist unsere Startseite, die ist leer, da haben wir noch nichts. Haben wir noch keine reingebaut. Aber unsere Einstellungsseite, da ist schon die Tabelle. Aber da fehlt uns ein Button, um neue Konferenzen hinzuzufügen. Guter Punkt, wollen wir doch mal gleich ändern. Ich bin hier auf der Einstellungsseite und ich werde jetzt einfach mal diesen Button reinziehen. Ich nenne die neue Konferenz. Mhm. Konferenz. Sag jetzt unter Aktion, das soll ein Sprung sein auf die Seite neue Konferenz anlegen. Auch das sage ich wieder, komm, öffne mir das im Tooltip und aktualisiere die Seite. Wir haben gerade gesehen, den Button, den ziehe ich per Drag and Drop und das ist eben genau Low-Code. Da braucht man keinen Code für zu generieren, sondern man zieht sich aus den Elementen einfach einen Button rein, verknüpft den und lädt die Seite neu. Richtig. Und sieht, da ist ein neuer Button. Okay, und wir haben auch gleich die Funktion hinterlegt. Und dann legen wir direkt Konferenzen an. Okay. Die Low-Code-Convention wird nächstes Jahr auch stattfinden. Also 2022? Und machen wir, tun wir so, als wäre die 2022 auf jeden Fall. Low-Code-Convention. Sie sind natürlich alle schon jetzt herzlich eingeladen. Das 2022, nicht 2020. Ein Datum haben wir noch nicht, das faken wir jetzt an dieser Stelle. Wir machen es mal im Mai, oder? Da war es beim letzten Mal auch. Und der 13. ist ein Freitag. Und Freitag der 13. ist natürlich ein super Datum. Okay, weil du es bist. Ich gebe jetzt hier noch ein Logo, lade ich jetzt einfach mal hoch. Und weil ich glaube, eine Konferenz ist ein bisschen wenig, da sieht man sie auch schon gleich. Wir machen die nächste im nächsten Jahr. LCC 2023. Mhm. Da kommen, die nennen wir noch LocoCo 2023. Und wieder im Mai, aber diesmal 23. Okay, also Mai, da findest du ganz gut, ne? Finde ich gut. Ja, gut, machen wir den 19. diesmal. Mhm. Ein anderes Bild vielleicht, ja. Gleiche Bild. Ja, es ist ein bisschen unterschiedlich. Ah. Ja, aber so, auch hier wieder speichern. Es ist auch gleich in der Tabelle zu sehen. Sie können auch im Nachhinein hier reingehen und sagen, das gefällt mir nicht und ändern was. Wie gesagt, alles gar kein Problem.
Das heißt, das haben wir jetzt schon in unserer Applikation gemacht. Ja. Das haben wir gar nicht mehr über den Manager gemacht, sondern die Richtig. Dateneingabe und Visualisierung findet jetzt schon in unserer gebauten Applikation statt. Absolut richtig. Das heißt also auch, den ersten Teil haben wir. Jetzt brauchen wir aber noch mehr, denn eine Konferenz besteht ja nicht nur aus einem Konferenztitel. Nee, ist richtig. Es besteht auch aus Getränken und Speisen. Aber ich glaube, worauf du hinaus möchtest, ist die Slots, Genau, ne? die Vorträge, die wir dort anbieten werden. Okay. Die haben wir vorhin im Beispiel, als wir am Anfang die fertige Applikation gezeigt haben, auch gesehen. Ja. Und dafür brauchen wir jetzt wieder eine Unterdatengruppe. Und jetzt spreche ich mal eben kurz zu den Techies unter uns. Was im Hintergrund läuft, ist eine relationale Datenbank. Das heißt, diese Datengruppen, die wir da angelegt haben, sind im Prinzip Tabellen innerhalb einer Datenbank. Dadurch, dass wir jetzt gesagt haben, wir legen eine Tabelle unterhalb der Datengruppe Konferenzen an, ist das eine sogenannte Kinddatengruppe, die aber direkt verknüpft ist. Das heißt, jede Konferenz hat jetzt einen weiteren Datensatz, wo einzelne Slots drin sind, die wieder bestimmte Eigenschaften haben, einen Raum, einen Sprecher, einen Titel, eine Beschreibung. Und das wirklich Spannende ist, mit der Datenbank hat man eigentlich überhaupt nichts zu tun, weil alles wird gesteuert über dieses Low-Code, über diese Low-Code-Plattform, über den Manager, der uns jetzt sagt, wie sind die Daten organisiert und wie sind die Verbindungen dazu. Was wir also jetzt machen, ist, wir konfigurieren unsere Daten. Wir modellieren und konfigurieren unsere Daten. Und wir haben bisher noch keine Zeile Programmcode gesehen. Wir brauchen dafür keinen Code, sondern das funktioniert einfach so. Und damit schaffen wir es natürlich, die jeweiligen Domänenexperten, zum Beispiel aus der Buchhaltung, aus dem HR, aus dem Vertrieb, zu vernetzen mit den Mitarbeitenden in der IT beispielsweise, um So. solche Applikationen zu bauen. So, an dieser Stelle, ich habe es jetzt schon mal so ein bisschen weiter vorbereitet, während Jan Ihnen das so ein bisschen erklärt hat, möchte ich auf ein cooles Feature hinweisen, nämlich unser Template-System. Ich habe das natürlich schon vorbereitet ein bisschen. Und da kommt nämlich unser Template-System ins Spiel, Sie können nämlich mit Intrex Seiten bauen, wie hier zum Beispiel jetzt so eine Startseite und sich sagen, wow, die sieht gut aus. Die möchte ich haben. Die möchte ich öfter verwenden und können sich das als Template abspeichern. Und dementsprechend schnell habe ich jetzt zum Beispiel hier auch unsere Startseite fertig. Und Die Daten müssen umgebogen werden. Das ist das richtig. Einzige, was wir jetzt tun müssen, weil dieses Template natürlich angebunden wurde an eine andere Applikation, nämlich die wir Ihnen heute Morgen gezeigt haben. Wir biegen jetzt aber die Daten um. Das nennen wir Binding auf unsere Applikation. Das ein oder andere Käpsele, das habe ich gelernt, ich komme gar nicht hierher, aber Kapsel. Käpsele von Ihnen wird gemerkt haben, dass ich dadurch natürlich auch die Möglichkeit habe, Daten aus verschiedenen Applikationen miteinander zu verknüpfen. Das heißt, ich kann auch auf Daten aus anderen Applikationen zugreifen, wenn ich die Rechte dazu habe. Und das ist natürlich ein weiterer Riesenvorteil. Gerade dann, wenn man über Digitalisierung spricht, sind solche Prozesse oft nicht isoliert, sondern die gehören zusammen. Und wenn wir über Ressourcenplanung und sowas nachdenken, Räume zum Beispiel, könnten wir direkt sagen, die Räume, die wir jetzt nachher in den Slots eintragen, die könnten aus einer anderen Applikation kommen, nämlich aus dem Raumbuchungssystem. Und Sie sehen, das alles zusammen, da wird dann Digitalisierung wirklich interessant an der Stelle. Denn wir können alles miteinander vernetzen. Das Template wird oft genutzt von unseren Kunden, um Corporate Identities, Corporate Designs direkt in Repositories vorzulegen. Denn sie haben oft ein Corporate Design. Also das heißt, eine Schriftart, eine Farbe, eine Anordnung von Buttons, die sie gleich halten wollen. Und die kann man dort ablegen. Gerade in großen Unternehmen macht das natürlich totalen Sinn. Und das nutzen wir jetzt hier, um dieses Template für die Konferenzen zu nutzen. Da haben wir uns ein eigenes CI ausgedacht. Ja. So, ich habe jetzt die Applikation jetzt mit den Templates ein bisschen im Hintergrund auch schon mal fertig gebaut und speichere die jetzt einfach mal. Und ich möchte noch mal kurz festhalten, wir sind jetzt, wie viele Minuten haben wir jetzt? Ungefähr 10 Minuten haben wir gebaut. Ja, 10 Minuten haben wir geredet, 10 Minuten Okay. haben wir gebaut. Okay. Wir sind jetzt so weit, dass ich unter alle Konferenzen unsere Startseite praktisch habe. Die habe ich jetzt angelegt.
Und unsere beiden Konferenzen sind jetzt ein wenig schöner dargestellt, die wir jetzt vorhin angelegt haben. Das war alles, was man in 10 Minuten schaffen kann. Das ist nicht richtig. Schlecht. Das sieht noch ein bisschen leer aus. Das sieht ein bisschen leer aus, richtig, weil wir noch gar keine Slots haben. Ich habe zwar schon angelegt, die Datengruppe, aber wir haben noch keine Slots. Und ich könnte natürlich jetzt hingehen und wieder so eine Eingabeseite bauen und das für jeden Slot anlegen. Mhm. Aber du hast mir einen sehr schönen Excel-File bereitgestellt. Vielleicht mal ganz kurz, das ist nämlich das, was wir ja eigentlich in den Unternehmen ganz oft haben, die Excel-Schlacht. So, und jetzt haben wir einfach mal so ganz typisch hier so ein Excel-File. Wir haben unsere Konferenzen, wir haben unsere Titel, Beschreibung, Start, Ende, Datum, wer ist der Sprecher und wo ist der Raum? Und jetzt kommt Intrex mit unserem Integrationsmodul. Wir haben ja ganz am Anfang gesagt, Intrex ist in der Lage, verschiedene Softwarekomponenten anzubieten. Da reden wir über SAP beispielsweise. Also wir können direkt auf SAP zugreifen oder Microsoft Exchange Server. Wir haben unglaublich viele Konnektoren und auch an Datenbanken können wir direkt ran, schreibend oder lesend, Web-Services. Also OData-Schnittstellen und so weiter. Aber was wir auch können, ist ein ganz trivialer Import von Daten. Von Daten. Und genau. Da bietet sich Excel an. Das heißt, was der Matthias gerade macht, ist, der sagt, ich baue eine neue Verbindung zu einer Excel-Datei auf. Ja, da suche ich mir dann jetzt die Datei aus. Wir haben sie gerade schon gesehen. Matthias, ich glaube, du solltest die zumachen. Das ist eine gute Idee. Ja. Richtig. Die sind relativ streng da. Nein, das ist noch offen, das werde ich nicht nehmen. Wir kommen jetzt wirklich durch einen sehr einfachen Dialog halt durch und können sagen, okay, diese Excel hat Kopfzeile, Leerzeichen und so weiter. Und dann kommt natürlich die entscheidende Frage, wo soll Intrex das hinspeichern? So, und jetzt gucke ich mal eben, ob wir unsere Konferenz, die wir gerade erstellt haben, so, Konferenzen. Mhm. Ich möchte das natürlich jetzt in die Slots reinspeichern. Genau. Und sag mal, Daten ersetzen. Und jetzt kommt Magic halt. Genau, jetzt verbinden wir sehen auf der rechten Seite jetzt die Tabellenspalten, die wir in Excel vorhin auch gesehen haben, die erkennen wir in Intrex automatisch und können jetzt die Zuordnung machen. Wir können einfach sagen, ja klar, das Feld gehört dahin, das Feld gehört dahin. Und sobald wir damit durch sind, Matthias hat die jetzt alle verbunden, starten wir, da gibt es noch ein Problem. Was gibt es da für ein Problem? Okay, wir mussten noch eine weitere Zuordnung machen für die ID der Konferenz. Was wir jetzt machen können, ist, wir könnten sagen, naja, dieser Import wird jede Nacht ausgeführt, weil die Tabelle sich sehr dynamisch ändert. Das brauchen wir jetzt hier nicht, sondern wir sagen, wir machen das einmalig und fertig. Und das wirklich Spannende ist, wir gehen jetzt hier auf unsere Seite und sehen nichts. Nichts und nichts. Nichts und nichts. Warum sehen wir da nichts? Wer weiß nicht, das probieren wir jetzt aus. Das ist ein Fall, der ganz, ganz oft vorkommt in dem Low-Code-Umfeld, aber auch im normalen Programmierumfeld, dass man jetzt Rapid Prototyping macht. Wir fangen jetzt also an, wir sehen, wir haben etwas gemacht, das funktioniert nicht richtig und jetzt müssen wir rauskriegen, woran das liegt. Mal gucken, ob wir das in einer Minute rausfinden. Ja, das ist immer spannend. So, was wir natürlich machen könnten, ist, wir haben hier die Seite, die gezeigt werden sollte, ist derzeit noch leer. Und das werden wir jetzt mal kurz ändern. Wir werden jetzt das hier reinziehen. Das heißt also, die Daten waren da, das hat funktioniert, der Import, aber wenn wir nicht sagen, wo die angezeigt werden sollen, werden die halt nicht angezeigt. Richtig. Und was Matthias jetzt hier macht, ist, wir haben auch hier ein Template vorbereitet und verbinden jetzt die einzelnen Kontrollen, die wir da haben, also Textfelder, Buttons, Tabellen und so weiter mit den Daten. Das ist ein Punkt, den man ganz oft braucht in Systemen wie Intrex, dass man einfach Daten mit der Visualisierung verbindet. Und genau das passiert jetzt. Und ja, wir schaffen es auf jeden Fall unter einer Minute. Intrex, der Manager, ist in der Lage, da unten anzuzeigen, wenn wir Probleme haben. Ja, und Probleme in diesem Fall sind halt einfach falsche Datenzuordnungen und die repariert Matthias jetzt gerade. So, ich glaube, hier ist noch, Titel müsste da noch sein. So. Und hier haben wir noch was. Genau, den Anzeigewert sollen wir überprüfen. Ich glaube, das war die Beschreibung, kann das sein? Warum? Ich weiß es nicht. Nehmen wir mal die Beschreibung. Nehmen wir mal die Beschreibung, das sehen wir gleich ganz schnell. Und jetzt speichern wir nochmal. Genau. Speichern bedeutet, haben wir vorhin schon gelernt, immer veröffentlichen. Das heißt, in dem Moment, wo wir gespeichert haben, können wir jetzt wieder auf das System zugreifen. Wir laden einmal im Browser die Seite neu und hoffen jetzt auf. Wir brauchen nicht hoffen, das funktioniert.
So, und auch hier kann man jetzt sehen, die Slots sind importiert, sie sind den Konferenzen zugeordnet. Und ich würde jetzt wegen der Zeit sagen, wir würden das jetzt an dieser Stelle abbrechen. Wir haben ja noch in der Beispielapplikation gesehen, man konnte sich auch anmelden und abmelden. Vielleicht kann ich da noch mal kurz drauf minimal Ganz drauf kurz, eingehen. die Minute nehmen wir uns noch, weil jetzt, wir haben die ganze Zeit eigentlich jetzt über No-Code gesprochen, wir haben ja noch gar keinen Code gesehen. Ganz oft bei der Digitalisierung, beim Bauen von Applikationen benötigt man doch bestimmte Spezialitäten. Und genau das zeigt Matthias jetzt ganz Ja. kurz. Wir haben nämlich da ein bisschen Velocity Code. Velocity ist eine Programmiersprache, ganz ähnlich zu PHP. Richtig. Die sehr, sehr einfach zu erlernen ist. Und dort sehen wir im Code-Editor, der auch eingebaut ist in Intrex, wir machen eine Datenbankabfrage und gucken, ob der User, der gerade angemeldet ist. Denn eine Sache, die haben wir noch nicht erwähnt, mit Intrex kommt natürlich direkt ein User-Management-System. Und wir sind jetzt gerade als Matthias angemeldet und die Information können wir überall verwerten. Und das tun wir hier. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz hier. Also unser Tool ist natürlich so, dass wir auch unterstützen, wenn Sie coden wollen und auch müssen teilweise, dass wir hier halt praktisch direkt mit unserer IDE arbeiten können. Sie können auf unsere Bibliothek zugreifen. Viele Sachen werden halt auch per Rechtsklick unterstützt, dass zum Beispiel Datenfälle automatisch zugeordnet. Das ist alles sehr handy in diesem Fall. Und ich werde jetzt auf die Funktionalität, die ich da umgesetzt habe, nicht im Detail eingehen, aber letztendlich zeige ich einen Button, der angezeigt wird, wenn ich bereits angemeldet bin, und der andere wird angezeigt, wenn ich nicht angemeldet bin. Und damit kriegen wir diese ganzen Funktionalitäten umgebaut. Wir haben natürlich noch unendlich viel mehr Möglichkeiten. Wir sind nur leider noch nicht auf Prozesse eingegangen. Das wäre noch für eine zweite Session was sehr, sehr Ja. Interessantes. Meine Bitte, Na. bevor wir jetzt zum Ende kommen, wäre, wenn Sie Fragen dazu haben, kommen Sie auf uns zu. Ich habe eine Wette am Start für alle, die heute hier sitzen. Jeden Prozess, den Sie in Ihrer Firma haben, können wir digitalisieren mit der Anbindung. Kommen Richtig. Sie auf uns zu. Und wir zeigen Ihnen das beim Kaffee und ja, Ja, wir sitzen gerne. in Freiburg, wir sitzen alle in Freiburg, kommen Sie Kommen Sie einfach vorbei. rum. Vielleicht noch ein Wort zu den Ja. Prozessen. Man sieht es hier gerade im Hintergrund. Auch Prozesse können wir per Drag and Drop. Auch da gibt es natürlich wieder die Coding-Möglichkeiten, aber auch da lässt sich einfach schon so viel über No-Code abbilden. Das nur mal ganz kurz. Ich habe es extra mal ganz kurz angezeigt hier im Wir Hintergrund. müssen jetzt noch schneller gehen, weil die Zeit ist um und ich Ja. hörte, der Okay. Abschluss, wir haben, glaube ich, alles zeigen können, was wir vorgestellt Ich haben. denke auch, die Schnelligkeit konnten wir demonstrieren. Genau. Programmcode haben wir kaum gesehen, ist auch Ja. richtig. Die Basisfunktionalitäten haben wir gezeigt, die fertige Applikation haben wir gezeigt und das in einer halben Stunde und das soll mal jemand schlagen. Ja. Vielen Gruß, schönen Gruß an die Mitbewerber an dieser Stelle. Gut, vielleicht. So, jetzt habe ich gehört, es gibt Fragen. Nonni. Ja, hallo, also Jan, Hallo. Matthias. Wow, herzlichen Dank. Diese Gerne, gerne. tolle Demo. Also während eurer Demo kamen schon ein paar Kommentare und Fragen. Also wir werden wahrscheinlich vermutlich auch nicht mehr alle Fragen jetzt beantworten, aber gerne gehen Sie auf intrex.com. Da gibt es ein Kontaktformular, dann können Sie Ihre Fragen dort auch stellen. Wir werden das so bald wie möglich Genau, gerne. beantworten. Aber jetzt versuchen wir, die Fragen zu beantworten. Ich werde anfangen mit der Frage, also wie wird die Autorisierung in dieser Anwendung gehandhabt? Kann man sein eigenes Active Directory einbinden? Das ist eine gute Frage. Wir haben es gerade schon angedeutet. Wir haben ein komplettes Rechtemanagement im Hintergrund und ja, man kann ein Active Directory, ein LDAP, was man auch immer hat, mit allen Rollen und Beziehungen einbinden und direkt weiter Also nutzen. Auch eine Single Sign-On wir ist nutzen auf das, jeden Fall was möglich. so bekannt ist am Markt. Genau. Also ganz normales Rollenberechtigungsgruppenkonzept. Also und Azure Active Directory, Azure. falls jemand in der Cloud ist, überhaupt gar kein Problem. Okay, klingt sehr gut. Also wir haben, okay, ich werde nur eine Frage, weil es ist schon 11:30 Uhr. Ja. Okay, wie kann man eigene Drittsystem-Integrationen entwickeln? Wir haben tatsächlich Projekte auch auf GitHub stehen, wo wir eine Connector-API haben. Jan kann da sicherlich noch ein bisschen detaillierter was zu sagen, aber da kann man Sachen machen wie, also sich eine eigene Schnittstelle basteln, also auch mit Java, und Genau.
beispielsweise, ich glaube, wir haben da jetzt den Google-Kalender angebunden, genau, und so solche Geschichten. Also das heißt, man bekommt von uns die Schnittstellen, ja, ins Intrex-System und baut sich selber sein Projekt und das kann man mit Intrex deployen. Und damit sind natürlich für die Techniker wieder anwesend alle Möglichkeiten offen. Damit kriege ich jedes Drittsystem, das wiederum die Daten anbietet, in Intrex integriert. Ja. Fairerweise muss man sagen, das sind wirklich Spezialfälle, genau, absolute Spezialfälle. Das meiste kann man über normale Datenbankanbindung, ja, oder über unsere ganzen Konnektoren, die wir sowieso schon, ja, per Haus mitliefern, ja, abbilden. Also das sind so richtig, und für die Spezialfälle, selbst für die haben wir halt noch eine Lösung. Okay, super, wow. 30 Minuten, wunderbar. Also dann, wie gesagt, gehen Sie auf intrex.com, dann füllen Sie das Kontaktformular aus und wir werden das, Ihre Frage so schnell wie möglich beantworten. Vielen Dank an Freiburg Digital, tolle, ja, Veranstaltung, yeah, und viel Erfolg und Spaß weiterhin. Auf jeden Fall. Schönes Wochenende. Tschüss.